Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei The Infected. Junge, Junge, erstmal der Durst. Ich bin gerade fleißig am Zement herstellen. Wir wollten ja die Fundamente aufwerten. Ich glaube, wir essen mal so einen leckeren Fleischeintopf, den wir uns hergestellt haben. Ja, guck mal, wie das reinballert. Und gleich ein Viertel zur Gesundheit dazu. Jetzt bräuchte es allerdings auch mal ein Schlückchen frisch Wasser. Dann müssen wir uns gleich nochmal was machen. Beziehungsweise wir können auch mal eine leckere Wassermelone oder sowas essen. Moment. Halt. So, der Frosch war über. Oh. Hä? Wie plötzlich der Regen aufgehört hat. Bis jetzt funktioniert es ganz gut. Im Augenblick rauscht die Steinmühle durch. Die Ölpumpe läuft und Mischer ist aktiv. Trotzdem kommen wir sehr gut zurecht. Ich könnte sogar fast noch... Ja, fehlen nur 10. Ne? Dann könnte der Kühlschrank auch erstmal durchlaufen. Ich würde gerne mit euch noch eine Batterie aufbauen. Dann hätten wir 6. Hier steht ein 5er-Stack. Und wir machen oben mal die Windräder fertig. Und dann sollten wir mal gucken, was mittlerweile... Für den Zweck, wie schwer bist du jetzt? Dann lass mal kurz hier ein bisschen was da. Guck mal, wir haben ja noch nicht so ultra viel Zement, aber ein bisschen was ist doch schon da. Können wir vielleicht schon mal ein paar Fundamente mit aufwerten. Aber erstmal gucken wir, was unsere Extraktoren hier geleistet haben. Jo. Okay. Haben wir hier einen guten Überblick, was wir jetzt hier haben? Also wir haben ziemlich viel Kupfer und Kobalt. Leider nur 4 Alu. Ein paar Steine habe ich zwischendurch schon mal rausgesammelt, ne? Also ganz so gut ist die Quote jetzt nicht. Achso, warte mal, ich schmelze das mal direkt durch, oder? Wollen wir es erst irgendwie in eine Kiste reinpacken? Um mal so einen groben Überblick zu haben, was... Wovon... gefarmt wird. Es kommt aber schon einiges zusammen, ne? Das kann man jetzt mal nicht anders sagen. Ja, die 6 kriege ich ja niemals da rein. Da kriege ich gerade mal 2 hier rein. Da hast du einen Stein. Ich schmeiß den mal hier rein. Okay, warte mal. Von der Hälfte unserer Extraktoren haben wir 2, 4, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 21 Kobalt. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 10, 17 Alu. Wenn ich jetzt richtig gezählt habe. 18, 14, 16, 19. 19 Kupfer. Also das ist schon... eine gute Mischung. Das kann man ja nur sagen. Ja, finde ich geil. Lassen wir so. So, wir machen 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Dann machen wir einmal Umwelt. Boah, da können wir ja alles bauen, was wir wollen. Und mach einmal Aluminium. 8, 10. Das kann schon mal durchschmögeln. Machen wir gleich das nächste rein. Aber erstmal brauche ich dann ein Schlückchen Wasser. Kaufen wir uns mal ganz kurz ab. Nein. Tür wieder zu. Einmal Feuerholz. Da muss ich auch bald mal wieder was besorgen. Ach, sogar noch welches da. Nice. Oh. Und wir haben sogar noch Fleisch. Das ist ja Luxus pur. Mal Wasser rein. Und einmal angefeudelt. Dann. Warte mal ein Stück rein. Dann brutzeln wir uns mal zweimal Wasser durch.
Dann tauschen wir noch einmal die Schmelze aus und dann gucken wir mal. Und zwar schon mal ein bisschen was aufwerten. So, sauberes. Kannst du gleich mal nippen. So, lass durchrauschen. So, 10 Kobalt. Warte mal. Wenn man 10 Kobalt nimmst du schon mal mit. Und 10 Alu auch. Oh, das war schon zu schwer. Das geht noch. Das stopfen wir gleich oben in unsere vorbereiteten Stromerzeuger rein. Hier brauchst du noch... bisschen Kupfer? 5 Alu, Blei, Eisen und Kupfer. Naja, das jetzt was wird... Ich kenne mich doch, ich laufe da wieder dreimal umsonst. Zwei hast du sogar hiervon noch über, sehr gut. So. Nächster Extraktor, alles nehmen. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 10. So, dann brauchen wir ein bisschen Eisen. 10 Stück auf jeden Fall. Bisschen Alu. Bisschen Kupfer. Bisschen Blei. Einer zu viel? Nee, so. Gucken, was jetzt wieder noch alles fehlt. Naja, was jetzt machen. Guck mal, den ist schon mal fertig. Ach, guck mal. Nice. So, jetzt haben wir 3, 6, 8 Windräder. Mehr würde ich jetzt auch wirklich nicht bauen wollen. Ich würde es erstmal damit versuchen. Wir erzeugen jetzt halt schon echt eine ganze Menge. Wir müssen es halt nur am besten speichern, damit wir auf jeden Fall über die Nacht kommen. Boah, wir haben 480 Produktion. Das ist ja schon mal ganz okay. Dann müssen wir jetzt hier auch noch mal ein bisschen was investieren. Was hast du noch dabei? 2 Kupfer, 1 Eisen. Brauchst du noch mal 2 Kupfer, 4 Alu, 5 Blei. 4 Alu. Naja, Eisen gar nicht. Nee. 5 Blei. Eisen? Ich glaube, Eisen gar nicht, habe ich eben gesagt. Ne? Ich bin verwirrt. 2 Kupfer. Und die 5 Elektrikteile, die wir beim letzten Mal gelootet haben, kommen sofort wieder zum Einsatz. Dann haben wir Batterie Nummer 6. Jawohl. Baller mal rein. Ich tausche mal ganz kurz Mischers Bestückung aus. Das muss auch immer am Laufen bleiben. Muss auch immer am Laufen bleiben. Warum habe ich das nicht angemacht? Oh, ganz wichtig. Muss immer laufen. So. Nächster Schwung ist fertig. Was hat sie hier drin? Kupfer? Kobalt. Jawohl. Müssen wir die anderen beiden noch mal ausräumen. Dann haben wir es aber auch. Geil. So, du noch? Uiuiuiui, da war aber eine Menge drin. Sehr geil. Waschi, wo bist du denn? Ist unter die Erde gebackt. Eine Kupferschose. Und so. Dann kriegen wir den letzten jetzt auch noch leer, oder? Jo, ich kann sogar noch laufen.
Tür zu. Ja, das hat sich gelohnt. So lange lief das jetzt auch wieder nicht. Also mega nice. Hier haben wir ein paar Eisenbrocken am Start. Die müssten jetzt auch durch sein. Schmeiß bloß den Sand weg. Ich habe alle Kisten voll mit dem Kram. Das heißt, wir kriegen auch wieder ein paar Metallbarren nach. Ja, so läuft es jetzt langsam, ne? Ich müsste jetzt noch einmal den Ofen bestücken, dass ich hier Material mitnehmen kann. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 habe ich dabei. Passt. Muss noch einmal durchrauschen. Lichtwert habe ich übrigens erstmal jetzt für die Aktion nochmal ausgestellt. Wir holen uns dann die Zombies danach nochmal rein. Ich möchte es eigentlich auch nicht unbedingt anhaben, wenn ich nochmal unterwegs bin und ein bisschen was loote. Bei Elektronikteile oder so. Nicht, dass mich da was überrascht und die kloppen mir die ganze Base zu breit. Da habe ich jetzt auch nicht so einen Bock drauf. So überragend geil finde ich die Horde jetzt auch nicht. Dass ich jede mitnehmen müsste. So. Reingehauen. Sehr gut. 8, 9, 10. Und 6, 7, 8, 9, 10. Perfekt. Sortieren wir die noch schnell weg. Jo, jede Menge Alu. Oh, Kobalt ist bald voll. Da muss ich mal ein bisschen aufpassen. Das brauche ich gar nicht mehr so intensiv. Naja, so. Mischa, wie ist es? Ja, sehr gut. Dann lass uns mal nehmen, was wir jetzt hier haben. Wie schwer ist denn der Kram? Nimm mal bitte alles. Jo. Ja, guck mal. Können wir alles einmal mitnehmen? Nehmen uns das... Ach, dieses Huhn. Das Aufwertwerkzeug mit. Huhn, was geht ab? Verschwinde. Ihr Stall ist auch bald wegen Überfüllung geschlossen. Da müssen wir vielleicht mal wieder ein bisschen was wegballern. Oh, die haben auch Hunger jetzt hier, ne? Jo, ich muss mal kurz noch mal ein bisschen füttern. Mike, wie ist es? Sehr gut, Mike. Kiste sind voll. Lass mal hier ein paar Zwiebeln. Schmeißen wir da auch mal rein. Die braucht sonst kein Mensch. Dann haben die Guten wieder was zu futtern. Ne, so nicht. Muss ich schon so machen. Ah, die verbrauchen aber echt eine ganze Menge. Aber gut. Mike ist ja da. Wir haben ja genug von dem Kram. Stocken wir es mal wieder auf. Gut 1000 auf. Wir fressen ja auch gleich ein bisschen was. Brauchst du auch noch was? Du wolltest eine Melone machen, ne? Just for fun. Es geht ein Wassermelönchen, aber das musst du dir wahrscheinlich selber mal klein machen. Dann kann Mike gleich oben auch. Siehst du, rennt er schon los. Da holt er. Mike, Wassermelone ist leer. Das macht einfach Spaß. Es tut mir leid. Und noch ein Kürbis für den Geschmack. Ja, guck mal. Wäre es jetzt nicht vitaminreich ohne Ende? Ja, rein damit. So. Ein Stück Fleisch mal für Onkel Mike reinlegen. Hat er sich verdient. Wir werten mal ein bisschen was auf. Mal gucken, wie das aussieht. Wenn wir die jetzt hier... 12 Zement... Uiuiuiui. Aha, aha, aha. Okay. Ich komme hier nicht durch. Scheiße, das geht wirklich nicht hier. Oh. Keine Chance, ich habe mich zugebaut. Warte mal, ich muss mal hier reinkriechen. Geht das jetzt überhaupt noch? Sieht so üppig aus mit dem Zement. Komm hier nie wieder raus. Ich Pech ab. Voll reingebackt. So. Und jetzt eigentlich nur noch du hier. Ah, perfekt.
Den Rest mache ich von drinnen. Hätte ich wahrscheinlich so auch machen können. Ich wollte es mir direkt von außen angucken. Ist schon ein bisschen mächtiger, ne? Naja. Das ist aber okay. Wie viel Haltbarkeit hat das? 500. Würde ich mich jetzt schon mal ein bisschen wohler fühlen, dass sie das nicht mit drei Schlägen wegknüppeln, ne? Und hier hinten in der Ecke kommt der Eker, da komme ich nicht mal hin. Das passt, da würde ich gerne... Haben wir noch was? Nee. Okay, hat gerade mal hierfür gereicht. Um die vordere Reihe mal aufzuwerten. Das wird natürlich jetzt drinnen nicht so geil aussehen. Aber ich wollte halt die hier auch noch alle. Das ist aber... Puh. Da könnte ich vielleicht sogar mal einen zweiten Mischer aufbauen. Ah. Sehr gut, Minion. Sehr gut. Ah ja, okay. Haben wir jetzt mal die Terrasse verstärkt. Dann ist das so. So, Eisenbrocken. Ja, können wir kurz mitnehmen. Nein, ich will das Kabel nicht löschen. Leg doch mal das Ding aus der Hand. Aha. Eisenbrocken hat er in der Tasche. Würde ich die mal kurz durchschmelzen. So an Metall rankommen. Schön gemütlich. Nicht, dass er in Schweiß kommt. So. 7, 8, 9, 10. Und ein paar würde ich nochmal aufheben für Spikes. Warte. Ist das hier kurz? Ich glaube, wir können oben noch ein paar mehr Stromerzeuger bauen. Also hier, ne? Jetzt kommen die Barren nach. Bist du denn verrückt? Jawohl, sehr gut. So, hier müssen wir neu machen. Das bereite ich dann... Wo ist denn... Also dieses Huhn, ne? Ist doch wieder hier irgendwo... Sitzt es hier unter der Treppe? Das ist ja so laut. Dann machen wir Kupfer. Brauchen wir jetzt erstmal noch am meisten. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, so. Und die schmeiße ich dann erstmal hier rüber. So. Haben wir unsere ersten Fundamente aufgewertet. So, dann würde ich mir gerne mich nochmal angucken, wie das aussieht, wenn wir jetzt hier die Wände nochmal aufwerten. Ein paar Ziege sind ja auch schon da, nehmen wir gerne mit. Was da ist, wie schwer, die sind ja echt höllisch schwer, so. Ach so, oh, jetzt geht das wieder los, warte mal, das hier? Normal. Auf Ziegel. Und wie wollen wir das... Wie wollen wir denn das machen, das Häuschen? Unten hatte ich hell, ne? Hm. Das hat hier 8 trockene Ziegel, 6 trockene Ziegel. Nee... Ich glaube, ich nehme dann die Variante, wenn die anderen noch teurer sind. Aber vielleicht, warte mal. Ah, das sind 4, ne? 4 von der Front. 2, 3, 4 Teile, ja. Gut, warte es ab. Das ist ja ein stinknormales, ne? Das können wir so machen. Und so machen. Wenn ich die jetzt in Dunkel mache, nee, dann wird es zu bunt, oder? Aber ich würde es mir schon gerne mal angucken wollen. Ja, dann ist es halt jetzt so.
Türrahmen. Ziegel. Dunkel. Hm. Konnte man Türen selber auch? Nee, kann man nicht. Da musst du dann halt die besseren Dinger reinbauen, ne, oder? Ach, mit 8 Eisenbarren auf Metalltür. Die sehen ja schon ein bisschen ranzig aus, ne? Warte kurz. Lass mal schnell nochmal Mischer bestücken, bevor es dunkel wird. Nachts können wir hier nämlich nichts machen. Da reicht der Strom noch nicht so ganz. Obwohl mittlerweile jetzt mit der Batterie noch mehr und dem Windrad. Vielleicht geht da ein bisschen mehr. Muss ich mal im Auge behalten. Die Nacht. Tagsüber ist ja alles super. Na gut, das sehen wir natürlich. Mike will auch gucken, wie das aussieht. Aber ich glaube, das sehen wir von hier gar nicht so richtig, ne? Von hier hinten. Hm. Weiß nicht, das Helle passt, glaube ich, ein bisschen besser hier zu den Holzbrüstungen. Die Rampe finde ich eigentlich auch so schöner. Hm. Und die oberen Balkons würde ich, glaube ich, aus Holz lassen. Jetzt nur unten die Werkstatt hier verstärkt machen. Der Optik halber. Und die Wände würde ich schon aufwerten. Obwohl, das sieht ja dann auch bescheuert aus. Vielleicht machen wir es etagenweise. Das muss ich mir nochmal überlegen, ganz genau. Kostet ja auch alles eine Menge Zeug. So, machen wir erstmal hier weiter. Da würde ich nämlich schauen, dass wir jetzt vielleicht nochmal eine kleine Runde drehen. Und mal die beiden Dörfer hier direkt bei uns in der Nähe anfahren. Oder die vier vielmehr. Die beiden und die beiden. Um da einfach nochmal ein paar Elektronikteile abzufarmen. Und vielleicht war ich ja auch so blind und hab das, den Truck da übersehen. Ganz am Anfang waren wir ja da. Ich glaube es zwar nicht, aber naja gut. Die Teile brauchen wir so oder so. Ich hätte nämlich gern mindestens noch 4 weitere Batterien, dass wir 10 Stück haben. Dann sind wir, denke auf jeden Fall safe. Schmeiße ich aber trotzdem nochmal Kupfer hier rein. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mach so. Ja, jetzt kommt dann doch noch mal ein bisschen Fleißarbeit auf hier. Tja, wegen der Ziegel bin ich mir immer noch unsicher. Vielleicht lassen wir es tatsächlich so. Und die obere Etage würde ich da noch mal Beton machen? Ich glaube. Ja, da muss ich echt noch mal drüber schlafen. Dann, ja, kurzes Schläfchen. Und dann fahren wir nächsten Morgen mal zusammen los. Machen wir nur eben fertig. Wollen wir noch die paar Ziegel kurz verbauen? So gemischt sieht es ja auch blöd aus, ne? Dann würde ich hier unten einmal komplett durchziehen. Dunkel. Aber jetzt kostet dunkel wieder nur noch 6. Warte kurz. Sechs. Jetzt kostet sie beide gleich viel. Stand hier nicht eben 8? Okay. Ich glaube, hier drin könnte es ruhig ein bisschen heller sein. Das reicht schon nicht mehr. Oh nein. Ach, warte mal, ich habe aber oben noch welche. Noch eins höher. Ich will mir das nochmal an einer kompletten Wand jetzt angucken. Oh Gott. Um
mich da endgültig mal zu entscheiden. Was ich jetzt geiler finde. Das ist ja wieder überladen, das darfst du keinem erzählen. Lauf! Ich glaube, für drin. Ich finde tatsächlich das Dunkle ein bisschen geiler. Da sehen die Strukturen irgendwie ein bisschen schöner aus. Nicht so brüchig wie der Kram hier. Steck nochmal eine Wand, bitte. Ziegel. Dunkel. Heik, Vorsicht! Niemals vor den Hammer laufen. Ja, Gott, noch eins. Mal alles erklären. Ach ne, das ist ein Türraum. Das geht ja wieder nicht, ne? Kann ich hier? Ja, kann ich. Könnte ich denn die jetzt? Ich habe da dann nicht mehr genug. Müssen wir beim nächsten Mal ausprobieren, ob ich die ja, kann ich doch bestimmt wieder umändern, ne? Ja, bestimmt. Ich glaube, dann würde ich sie tatsächlich alle dunkel machen. Ja, die drei Dinger jetzt nochmal ist jetzt nicht so schlimm. Hier vielleicht. Gut. Hier ist schon wieder durch. Kupfer, Alu. Jetzt sind die Schränke auch langsam voll. Müssen wir erstmal wieder ein bisschen was verbauen. Aber das sollte ja kein Problem sein. So. Ach, du hast ja noch welche. Guck mal einer an. Dann guck mal, ob das hier jetzt funktioniert, bitte. Okay, das finde ich echt nicht so geil. Ich meine, schön, dass man es auswählen kann jetzt ein bisschen. Naja, das geht. Kostet aber nochmal die gleiche Anzahl Ziegel, ne? Achso, die Fenster sind teurer. Die Türe? Ja, ne, jetzt kostet es wieder 8. Das verstehe ich nicht. So. Nice. Gut, da haben wir noch ein bisschen was zu tun, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ach ja, guck mal an. Dann können wir jetzt, solange es dunkel ist, machen wir noch mal. Wir gönnen uns mal eine Lampe hier drin. Das wollte ich schon vor 5 Folgen machen. Wenn es nicht gleich machst, ist es direkt wieder weg. Warte mal, Möbel? Ja, die hier. Die ist jetzt, glaube ich, ziemlich hell. Die Frage ist, baue ich die auf jeder Etage oder scheint die durch? Ich würde tatsächlich mal... Ja, ich würde hier mal eine Lampe dran schrauben. So, hier so. Mal gucken, wie... Oh Gott, das sieht man immer so schlecht, ne? Warte mal. Könnte ich die jetzt direkt daneben hängen, so wie es mir gefällt? Oder müsste ich das jetzt so machen, richtig? Und die bitte dann abreißen? Jawohl. Was brauchen wir da? Ein Kupfer, 3 Eisen, ein Glas. Ein Kupfer. 3 Eisen. Oh. Eigentlich nur ein Glas, so. Und Elektrikteile. Das heißt nochmal 2 Kupfer. 2 Kobalt. Und 2 Plastik. Jawohl. Lampe. Küche, würde ich sagen.
Die müssten wir jetzt allerdings auch noch mal vernünftig anschließen. Das heißt, ich brauche noch einen Schalter. Aber ich glaube, ich würde das Licht komplett über einen Schalter unten steuern wollen. Das bin ich wahrscheinlich am häufigsten. Was machen wir? Wir müssen dann allerdings von hier fürs Licht würde ich sogar noch mal einen Verteilerkasten bauen. Ist ja noch nicht wirr genug hier. Platziere das mal. Wie rum ist der richtig? Also. Mach den mal. Überlege gerade. Aber ja, eigentlich ist es wurscht. Mach den mal hier hin. Zwei Eisen, zwei Kupfer, zwei Kobalt. Eisen, zwei Kupfer, zwei Kobalt. Sechs Schrauben. Nein, jetzt habe ich den direkt angenippelt. Nein! Warte. Kabel löschen. So. Dann gehen wir von hier erstmal nach da. Keine Kabel im Inventar. Ups, wir gehen von hier nach da. Und jetzt will ich es nur einmal kurz anschließen, um zu gucken, ob es geht. Das lösche ich aber gleich wieder. Um zu sehen, wie das so, was das für ein Lichtschein macht hier. Nicht doch. Leg's mal weg. Lampe Küche. Das hier ist Verteiler Licht. Ja. Geht, ne? Oh Gott, das blendet hier so auf der Axt. Naja. Ja, das ist aber okay, ne, dass man hier ohne Helmlampe auch mal was sieht. Reicht so eine Latüchte gerade so für so einen Raum, ne? Ich glaube, ihr seht ein bisschen was hier oben. Hier unten wiederum ist es dann schon. Und die Schmelzen sind an. Aber dann bräuchte ich tatsächlich mehrere. Puh, wie mein das? Da muss ich ja 10 Relais bauen, um das vernünftig an der Wand lang zu legen. Wie viel Strom brauchen das? 3. So ein Lämpchen, wie es aussieht. Dieses Eingangsstrom. 10? Ja. Läuft nichts anderes außer die Ölpumpe. Oh, 10 für ein Lämpchen. Aber hier unten brauchen wir auch noch eins, ne? Also die 20 Strom, die müssen wir dann irgendwie mit rauspressen. Du hast es wo gebaut? Warte. Ja. Hier, ne? Oder? Würde mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Zeichne noch mal eine an. Hast du das halbwegs mittig? Weiß ich nicht. Glas, drei Eisen, ein Kupfer. Ein Kupfer. Drei Eisen. Ein Glas. Nochmal zwei Elektrikteile. Eieiei. So schnell geht es dann aber auch wieder weg, ne?
ich werde auch Plastik herstellen müssen demnächst. Jetzt wird aber müde. Was ist das? Wie habe ich das oben genannt? So eine Lampe Küche? Na gut, dann nehmen wir das hier, Lampe Werkstatt oder so, oder was? Nein. Kann ich jetzt nicht mehr drauf zugreifen? Gebe ich denn nachträglich den Namen ein jetzt für das Teilchen? Hier eingeben, aber ja, wie denn? Scheiße. Mich jetzt noch mal bewege? Weiß ich nicht, muss ich noch mal in Ruhe gucken. Das würden wir jetzt an den gleichen Verteilerkasten da nochmal annippeln. Dann gehen wir von hier. Ja, oder? Also, wenn wir jetzt normal, ist jetzt nicht ultra grell. Ja, doch, wenn man direkt reinguckt, vielleicht schon, aber das ist okay. Ne, dafür, dass wir unsere... Die macht zwar ein schöneres Licht irgendwie. Ja, das kostet tatsächlich... Die kann ich auch so gar nicht ausmachen. Die müsste ich dann hier über den Verteiler ausmachen. Ach so, kann ich ja gar nicht. Aber hier, ne? Licht aus. Trotzdem würde ich uns noch einen Schalter gönnen. Ja, ich glaube, wir machen es dann folgendermaßen. Jetzt habe ich hier so lange dran rumgefummelt. Was war denn das? Das Schaf, weil ich hier reingeguckt, was hier los ist. Als erstes hauen wir uns mal aufs Ohr jetzt hier. Was sagen denn deine Werte? Ja, du musst... Oh, du musst nochmal was trinken. Dann bitte direkt... Oh Gott, ich muss sogar ein bisschen länger durchziehen. War ja schon so spät. Mir gar nicht aufgefallen. So. Pumpe hat trotzdem durchgezogen. Ja, hat sie. Sehr gut. Wo sind wir denn überhaupt? Oktober, der Winter steht schon wieder vor der Tür. Ich würde zumindest schon mal die Relais setzen wollen. Die wir hier gleich brauchen. Und zwar muss ich... Hallo Mike. Morgen. Müsste ja irgendwie erstmal nach oben. Hier drin ist ja egal, wie es aussieht, haben wir gesagt. Das heißt, ich würde hier nochmal ein Relais gegensetzen. So. Das kommt irgendwie hier so dran. Ist aber schon... So. Von da geht das Kabel genau hier rüber. So. Und dann hier rüber an der Decke zur Lampe. Und dasselbe dann hier. Ach scheiße, es geht dann mitten durch die Tür. Hm.
ungut. Moment. Okay, dann müssen wir es hier genauso machen. Dann gehen wir hier hoch. Dann geht es mitten durchs Fenster. Scheiße. Habe ich hier jetzt schon eins gesetzt? Ne, hatte ich noch keins gesetzt, ne? Nur mal testen. Was brauche ich für die Dinger? Eisenbahn, Kupferbahn und Schrauben. Aber das ist ja gut. Das geht ja. Eisenbahn. Kupferbahn. Machen wir direkt mal ein paar Schrauben. Hier waren auch noch welche, ne? Ja, nimm die auch noch mit. Das habe ich jetzt richtig gemacht. Und eigentlich muss hier unten auch noch ein Schalter zwischen, ne? Wo machst du denn den hin? Also warte mal. Ja, das Kabel kommt erstmal wieder weg. Bevor ich es vergesse, das auch. Dann baue ich immer schnell diese Dinger hier noch auf. Ich hoffe, ich habe genug Zeug dabei. Und ich finde die gleich auch noch alle wieder. Und das funktioniert jetzt auch so, wie ich das gerne gehabt hätte. Okay. Wo machst du einen Schalter hin? Ihn ja gerne da irgendwo an der Tür. Aber den kannst du später immer noch dazwischen, ne? Jetzt, bevor es jetzt hier 100 Jahre dauert. Warte mal, so, wir ziehen jetzt von hier. Hier zum Relais. Dann von dem Relais hier rüber. Und von dem hier zur Lampe. Dann hätten wir das hier relativ ordentlich verlegt. Jetzt müssen wir noch von dem Relais hier einmal nach oben auf das hier. Das ist natürlich das einzige Problem. Hier baue ich aber ein Fenster ein. Dann fällt uns das nicht mehr auf. Oder ich mache eine Wand. Naja, nee. Fenster wäre schon nice. So, dann gehen wir in das hier. Und von hier auch zur Lampe. Könnte ich dann oben einfach nochmal genauso machen. Hätten wir jetzt überall dann Licht. Jetzt sag mir mal Schalter. Ach, das ist doch doof. Da muss ich ja hier eigentlich noch ein Relais zwischensetzen, wo wir dann hier rüber gehen. Da noch ein Relais und hier unten dann den Schalter. Oder hier vielleicht. Ist ja eigentlich egal. Ich glaube, hier wäre besser. Aber das kann ich jetzt keine bestehende mehr nutzen, ne? Ich glaube, ich muss noch echt welche setzen. Komm, letzte Aktion für heute. Ich kann mich jetzt... Kann und will mich jetzt nicht trennen. Warte mal. Muss das direkt vom Kasten dahin? Ach so. Ja gut, das sieht ja hier kein Mensch, ne? Wenn ich das hier hinmache, das Relais da oben unter die Decke, dann kann man ja ein bisschen schummeln. Jetzt die Frage, sieht man das von außen? Muss das von dem Ding? Oh, das weiß ich jetzt nicht genau. Warte mal. Müsste ich jetzt von hier
Den hätte ich wahrscheinlich irgendwie davor schalten. Ach so. Warte mal. Nein. What? Muss natürlich den Schalter erst bauen. Was kostet der überhaupt? Will ich dann hier dran machen? Jawohl. Was weiß ich, hier kommst du gut hin. Mach das so erstmal. Ein Eisen, ein Kupfer. Ja, super. Das ist Licht. So, dann gehen wir jetzt nochmal von hier. Nach da. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das einfach so verbinden kann oder ob ich den hätte davor schalten müssen. Verbundene Schalter, Licht. Ist richtig. Nice, Leute. Ah. Da geht uns doch ein Licht auf. Sehr schön. Ihr Lieben, das hat funktioniert. Ich bin begeistert. Sogar gar nicht mal so schlecht. Wenn wir den Hammer mal aus der Hand legen, dann siehst du die Kabel ja eigentlich kaum. So soll es ja sein. Und ich habe gedacht, da kommt wer rein. Das war nur die Ölpumpe. In unser Licht. Jetzt, wenn wir reinkommen, schön. Ah, ich sehe nichts. So, machen wir Licht an. Oben das natürlich auch. Ja, wunderbar. Wenn, dann wollen wir auch richtig was durchbraten. Nice. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Es wird tatsächlich Zeit, dass wir Schluss machen für heute. Bis der Überziehonkel wieder da ist. Ich freue mich auf morgen. Danke fürs Reinschauen. Und ja, macht's gut. Bis denn. Tschüssi. Ja, dann Licht. Kann die ganze Zeit an seinem Schalter rumnippeln.